Wie ihr sicherlich alle mitbekommen habt, kam am vergangenen Freitag die neue Single von Bushido und Animus namens Renegade raus. Während Animus und seinem Part darauf beschränkt war, allgemein die Deutschrap-Szene etwas zu sticheln, war Bushido damit beschäftigt, vor allem Flair mit zwei Zeilen zu dissen. Dieser reagierte auch kurz nach Veröffentlichung des Tracks mit einer Veröffentlichung seines eigenen Diss-Tracks namens No Name. Während Flair sich auf YouTube in den YouTube-Trends in Österreich und Schweiz vor Bushido positionieren kann, in Deutschland wurde er nicht registriert, schlägt Bushido nun in den Charts zurück. Der 41-Jährige veröffentlichte dazu vor wenigen Minuten eine sehr harte Ansage, in der er die Chartposition von Renegade bekannt gibt. Darin heißt es, dass die Kinder abwarten sollen. Die offiziellen Charts werden erst am Freitag bekannt gegeben, hierbei dürfte es sich dann um die Sondercharts handeln. Flair reagierte bereits auf diesen Post von Bushido, repostete das Ganze und gab seinen Senf dazu. In Form von, Zitat, wenn da mal nicht der Polizeischutz weggeht. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was bei den beiden noch abgehen wird. Unterdessen gab auch Sinanji vor einigen Tagen bekannt, dass er einen Diss-Track in der Hinterhand hat, genauso wie Flair, er ihn aber noch nicht released hat. Seine Fans fragt er, ob er ihn releasen soll, und nun gibt es auch eine erste kleine Hörprobe des Tracks. Du bist Gangster und du glaubst dran, aber er ist guter Vormann. Was meint ihr dazu? Welcher Track hat euch vergangenen Freitag besser gefallen? Schreibt uns eure Meinung unten in die Kommentare. Ansonsten haben wir noch weitere News und Videos, die ihr gerne abchecken könnt. Daumen hoch und Abo nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Raptastisch.